1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich mach das jetzt auch mal kaputt. So. Hier ganz schnell aufgepasst. Guck, hier. Mach weg, Moment, Vorsicht. Der Braunschernschiff gemacht. Die Titanic. Ungefähr. Und ich bin, du bist der Eisberg. Ich liebe meine Fans. Ich bin der Titanic, der an den Eisberg stößt. Ich bin der Eisberg, der Sieger der Herzen. Jungs, wie war es gestern? Ja, ja. Doch, gut. We took Priory by storm. Das war die epische Schlacht zwischen Gut und Böse. Ah, das ist so. Ja, und wir hatten natürlich gewonnen. Moralisch haben wir gewonnen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, die meisten Leute wissen, dass man in England auch mal was trinkt. Habt ihr? Nein. Nur Bier. Nur Wasser mit Chlor. Nein. Was sagt man den Engländern echt eine großartige Trinkkultur nach? Also ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Man hat mir in den Schnarchstreichen Zimmer versprochen, es war aber leider nicht so. Stimmt. Ein Dreierchor, dreistimmig gesägt wurde. Da habe ich dann auch mitgemacht. Da habe ich also gesagt. Ja, ich glaube, da haben uns alle nichts gegeben. Es war ein bisschen so jugendherbergsmäßig, 4 Mann in einem Zimmer. Waren auch die ältesten Sprungfederkern-Bettmatratzen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nächste Woche besuche ich mein Autopad. Immerhin haben die Sprungfedern noch gesprungfedert. Wir haben einem noch richtig schön in den Rücken reingedrückt. Das ist der Aufnahmeraum der Peppermint Park Studios in Hannover. Da oben arbeiten sogar auch Leute, unfassbar. Hier ist Regie ABCDE und hier Regie, ich zeige euch das nochmal kurz. Bobbin B interpretating. Celebrating. To be here. General Fart. Ich muss sagen. Manuel lässt ein bisschen funky Soundcheck laufen. Tonart ist Hauptsache ist Proof. Ihr seid schwer funky am Start, ne? Super toll. Sehr funky, ja. Sehr funky. Ja. Wir gehen einkaufen. Netto. Netto? Netto einkaufen. Golo hat schon eine Banane gefunden. So falsch rum. Ich halte meine Pistole falsch rum. Oh Gott. Wird und dann denkt man immer an die frühen, wie es früher, auch früher war alles so, auch damals im Studio. Nee, war scheiße Studium. Hab ich gesagt, nee, ich mach lieber Rock'n'Roll, hab mir 5 Penner um mich rumgeholt, 4 sind's. Zählen konnte ich auch nicht, Mathe-Studium haben die auch nicht immer. Moment, dieser Schlagzeug. Jetzt kommt die dritte. Jetzt die dritte. Also die dritte Frage, das war das erste Mal wirklich seit ewigen Jahren, die ich schon auf Schlossgraben festgehe, dass ich sonntags da war. Und ist es immer so voll, wenn ihr da seid? Also es war ja schon eigentlich relativ viel dafür, dass... Ich bin dort. So würde ich das nicht sagen. Ich finde... Hallo?
Jeder. Also es war heute sogar relativ leer. Also es war schon viel voll. Auf jeden Fall. Das ist Sonntagabend, am nächsten Tag müssen sie arbeiten gehen. Da spielen die Hooters, da spielt Extra Breit, was weiß ich, wer alles schon vor uns war. Und danach gehen da die Leute rein. Und dann wird es aber nochmal voller. Und ich glaube, das ist einfach eine Belohnung dafür, dass wir einfach wirklich uns jedes Jahr einen Arsch aufreißen. Nein! War der merkwürdige Kruste, der Dip. Das hat geknackt beim Öffnen, Frank. Der muss frisch sein. Ich weiß ja nicht, ob der immer so schmeckt, aber... Ja, das ist sehr speziell. Hier ist der intellektuelle Debattierclub zum Thema Rockabilly, Rock'n'Roll und Ego-Riser. Weißt du, was ein Ego-Riser ist? Eine Erfindung von Bubbin' Bee. Eine der wenigen Dinge, die wir nicht erfunden haben. Achso! Genau. Was haben wir eigentlich alles erfunden, Frank? Was haben wir erfunden? Ja, also, was haben wir erfunden? Innenarchitekten des Rock'n'Roll. Wir sind die Klempner des Rock'n'Roll. Show you all my love. I'm falling there.